grüß Gott. Ich darf heute zur ersten Arthroseforum aus der Sprechstunde begrüßen. Eigentlich war geplant 2020, dass wir uns öfter in der Gruppe vielleicht analog treffen. Ihr wisst ja, da hat Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht und jetzt machen wir einfach mal digital weiter. Und heute ist einmal eine Premiere, dass wir versuchen, dass Fragen aus der Gruppe beantwortet werden. Und dazu haben wir heute zwei wirklich ganz tolle Gelenkspezialisten hier. Es sind Dr. Ralf Rosenberg und Dr. Christoph Raas. Sie werden sich dann noch selber beide vorstellen und wir beginnen dann gleich mit der ersten Frage. Aber jetzt bitte ich noch mal kurz um die Vorstellung, bitte. Ja, hallo, guten Tag. Mein Name ist Ralf Rosenberger, bin Kniespezialist, bin beruflich tätig in Innsbruck, gemeinsam mit meinen Kollegen Christoph Raas, ebenfalls in Innsbruck, der sich auch viel mit Sportverletzungen beschäftigt und auch mit dem Thema Stammzellentherapie. Lieber Christoph. Hallo, mein Name ist Christoph Raas und wir gemeinsam beschäftigen uns schon seit vielen, vielen Jahren, weit über 10 Jahre, mit Problemen rund um das Kniegelenk und haben auch schon viele Jahre Erfahrung mit der eben angesprochenen ACP oder Stammzelltherapie. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich zur ersten Frage. Ich würde jetzt mal die Frage einblenden. Ja, das ist eine Frage, die wir oft gestellt bekommen. Ein drittgradiger Knorpelschaden hinter der Kniescheibe kombiniert sogar mit einem Meniskusriss und eine ärztliche Empfehlung für diesen Patienten lautet, dass dieser Knorpelschaden hinter der Kniescheibe mikrofrakturiert werden soll oder kann. Christoph, was denkst du dazu? Also meiner Meinung nach ist es ein klassischer Fall, in dem man eine ACP-Therapie eben auch mit dem Altrix-Verfahren probieren kann, vorausgesetzt natürlich, dass also der Meniskus klinisch stumm ist und nicht einklemmt. Man muss sich natürlich das Kniegelenk dementsprechend anschauen und die Patientin muss also überhaupt keine Angst haben, dass da irgendeiner als Versuchskaninchen endet, da es dieses Verfahren schon seit vielen, vielen Jahren gibt und wir schon hunderte zufriedene Patienten in den letzten Jahren damit auch generiert haben. Also nur Mut dazu, die Risiken sind verschwindend gering, noch viel, viel weniger wie bei einer Spritze ins Knie, einer herkömmlichen Spritze oder bei einer Operation. Aus diesem Grund steht meiner Meinung nach bei einer ACP-Therapie gar nichts im Weg. Mhm. Was denkst du, Ralf? Ja, ich denke auch, dass die ACP-Therapie beim drittgradigen Knorpelschaden, wenn der Meniskus jetzt keine Symptomatik macht, glaube ich, an erster Stelle zu rein ist. Generell möchte ich zur Mikrofrakturierung festhalten, es ist ein etabliertes Verfahren, das es schon seit vielen Jahren gibt, eigentlich schon seit Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Damals hat es ja noch keine anderen größeren Alternativen gegeben, wie Knorpeltransplantation oder sonst irgendwelchen Plastiken. Seinen Stellenwert verloren hat die Mikrofrakturierung aus unserer Sicht auf alle Fälle hinter der Kniescheibe, weil man weiß, dass dort praktisch zu wenig Stammzellen aus dem Knochenmark generiert werden können und ist eine Methode, die wir nicht mehr durchführen, aber immer anbieten, hinter der Kniescheibe. Also wir würden in diesem Fall, würden wir dem Patienten oder der Patientin sicher empfehlen, zuerst einmal eine ACP-Therapie zu beginnen und sollte sie herausstellen, dass auch noch ein Meniskusriss vorliegt, würden wir vielleicht zuerst eine Arthroskopie machen, einen Meniskusriss behandeln, aber dann die ACP-Therapie anschließen. Und kann man noch was sagen zu diesem, weil es da genannt wird, das Altrix-Verfahren, nur dass man das übersetzt oder was das jetzt bedeutet? Ja, Altrix ist eine Firma, die also so eine Stammzelltherapie, BRD-Therapie, die also viele Namen hat, anbietet, im Grunde genommen mit den entsprechenden Bedarfsmaterialien und Laborgeräten. Dieses Verfahren wird aber auch von vielen anderen Firmen angeboten, in unterschiedlichen Art und Weisen. Warum wir also das Altrix-Verfahren verwenden, ist, weil es relativ einfach in der Handhabung ist und somit Fehlerquellen ausschließt und ein spezielles Doppelspritzensystem zur Anwendung kommt, das also eine hohe Sterilität bietet und die Verunreinigung eigentlich durch das Wechseln der Spritze wegfällt. Also es ist kein Risiko da, dass man es irgendwie durch Handieren verunreinigen kann. Deswegen haben wir uns für dieses System entschieden. Das ist richtig, es ist wirklich ein sehr sicheres Verfahren durch das Doppel. Spritzensystem. Ja, sehr gut, danke.